طلع البدر علينا بثنيات. Trink, Bruder, trink. Nur ein Schluck, bra. Trink, nur ein Schluck. Dieser eine Schluck, der alles in deinem ganzen Leben ändern kann. Dieser eine Schluck, der dich komplett kaputt machen kann. Allah hat nicht einfach nur verboten, dass du betrunken bist, sondern er hat verboten, dass du überhaupt Alkohol trinkst. Wie manch einer behauptet, zu sagen eventuell, ja, ein kleiner Schluck, ich werde doch dadurch nicht betrunken. Allah hat es verboten, also hat sich die Sache hiermit erledigt. Dieser eine Schluck, während du mit einem Kumpel bist und der dir sagt, Bruder, ich gehe jetzt Alkohol kaufen. Und du noch leider mitgehst, statt ihn davon wegzunehmen, zu versuchen, ihn davon wegzuziehen. Und dann kommt dieser Moment, in dem er dich fragt und sagt, Bruder, trink. Und du sagst, Bruder, nein. Und er sagt, ist nur ein Schluck, ist nur ein Schluck. Und du denkst darüber nach, ob du trinken sollst. Hier musst du aufhören, hier musst du aufhören. Komplett. Nein, sogar du musst davor aufhören. Du darfst nicht mit ihm dahin gehen, um dieses Alkohol zu kaufen, sondern du musst sagen, Bruder, nein, ich komme nicht mit. Wir werden kein Alkohol kaufen. Und falls du Alkohol kaufen möchtest, dann werde ich nach Hause gehen. Oder Schwester, als du bei einer Freundin warst oder du bei einer Freundin bist und diese Schwester oder diese Freundin, vielleicht eine Schwester, die leider Alkohol trinkt, möge Allah sie davor bewahren, Allahumma amin, kommt und sagt, ey, trink doch mal einen Schluck. Du wirst ja nicht betrunken davon. Nein, steh auf und geh nach Hause. Steh auf und geh nach Hause. Nur einmal ziehen am Joint. Keinmal ziehen am Joint. Das ist das, was wir wollen. Lass es nicht dazu kommen, zu diesem einen Schluck, der alles kaputt machen könnte. Möchtest du das Paradies, das ewige Leben im Paradies, nie wieder unglücklich sein, verkaufen für diesen Schluck? Möchtest du es also riskieren? Willst du, und das ist das Schlimmste, gegenüber Allah, der dich erschaffen hat, sündigen für diesen einen Schluck? Willst du, dass dein Herr, Allah, der dich erschaffen hat, der dir das Leben geschenkt hat, dass er zornig auf dich ist, wegen diesem einen Schluck? Willst du das riskieren? Willst du verloren gehen wegen diesem einen Schluck? Ich frage dich gerade, antworte dir selbst. Antworte dir selbst. Und falls du trinkst, dann komm weg davon. Möge Allah dich davon wegbringen, Allahumma amin. Und möge Allah uns alle davor bewahren, Allahumma amin. Falls du jemanden kennst, der trinkt, wo du Angst hast, dass er mit Leuten rausgeht, die trinken, weil du diese Leute kennst, er geht mit denen raus, die trinken, dann schick ihm dieses Video und ermahne ihn für Allah subhanahu wa ta'ala und möge Allah dich belohnen, Allahumma amin, Hashtag kein Alkohol, Hashtag der Islam verbindet. Jetzt kommentieren, teilt das Video für mehr, abonniert diesen Kanal für mehr. Ich bin wieder am Start, inshallah ta'ala, auch wenn die Qualität gerade nicht so gut ist wie früher, weil die Kamera jetzt nicht mehr bei mir ist, ist auch nicht wichtig, denn wichtig ist, dass die Botschaft ankommt und das ist das Wichtigste. Möge Allah uns alle recht leiten und uns alle lieben, Allahumma amin. Euer Bruder Ghassan von der Islam verbindet. Assalamu alaikum. Danke fürs Zuschauen, das war's jetzt vom Video und hier kannst du auch noch andere Videos sehen und falls du noch kein Abonnent von uns bist, so abonniere uns doch kostenlos. Und sei dabei, wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Der Islam verbindet.